Das ist es, Kevin Selke. Vom TV Gladbeck auf der Bahn 1. Dann kommt Benjamin Brümme von der LG Eintracht Frankfurt, der sechste der deutschen Meisterschaften. Auf der 3 dann aus den USA, Charles Clark. Aber immerhin eine 20-31 lief in der Saison schon, das ist sehr beachtlich. Und Tim Collins, von dem man ja immer sagt, in der 100 Meter ist er schnell. Aber er hat auch schon ein paar gute 200 Meter Rennen absolviert, der Weltmeister von Paris. Der Sieger im Übrigen auch des 100 Meter Laufes hier in Wattenscheid. Die Karriere klingt aus, das darf man schon so festhalten bei Kim Collins. Aber der Name ist halt schon noch etwas Besonderes. Und das ist der Vertreter des Deutschen Leichtathletikverbandes in Berlin, kurz genannt Platini. Platini Alexei Menga heißt er, ist der dritte der deutschen Meisterschaften gewesen, Bestzeit 20:52. Kommt aus einer kinderreichen Familie aus Angola, aber längst natürlich hier aufgewachsen in Monheim. Und Alexander Kosenko vom TV Wattenscheid ist eine absolut feste 200 Meter Größe längst geworden. Dann noch Daniel Schnellting von der LAC Rede auf der Bahn 7. Hier nochmal Kosenko. Und Schnellting ist der vierte der deutschen Meisterschaften. 2073 lief er. Und ganz außen ist vom VfL Wolfsburg noch dabei Sven Nippals. Tja, jetzt also Charles Clark oder Kim Collins. Und wenn Platini ein gutes Rennen zeigt, dann kann er da vielleicht auch noch mithalten. Mal sehen. Auch Alexander Kosenko, traue ich hier schon noch einiges zu. Er sieht aus wie ein Krieger. Charles, dabei ist es doch nur eine Sportveranstaltung, die hier stattfindet. Jetzt hat der Wind auch ein bisschen zumindest nachgelassen und der Regen auch wieder. Na, ich weiß nicht, ich werde letztes sehen. Rennen die 200 Meter. So, Clark hat Kim Collins vor sich und die anderen müssen sich. Charles Clark ist auf jeden Fall schon mal sehr. Kim Collins hat dann noch das Stehvermögen. Dann kommt Alexander Kosenko. Gut aus der Kurve. Clark ist verletzt. Kosenko, Menga ist dritter momentan. Kim Collins wird das Rennen nach Hause laufen. Gute Zeit, 20:44. Das ist für Kim Collins schwer in Ordnung. Das ist eine neue Saison. Bestleistung. Gut, viele 200 Meter Rennen hat er noch nicht absolviert. Und Charles Clark hat sich während des Rennens verletzt. Aber die beiden Kosenko und Menga sind nicht unter 20:50 geblieben, glaube ich nicht. Und Kim Collins, zumindest hat er Flagge gezeigt, hat die 100 Meter gewonnen, hat die 200 Meter gewonnen. Und man kann ihn ja auch als Sympathieträger seiner Zunft bezeichnen. Als er damals Weltmeister wurde, lief er übrigens 10:06. Da gab es dann wieder die verschiedenen Meinungen. Die einen sagten, man kann doch mit 10:06 nicht Weltmeister werden. Andererseits waren 10:06 fast versöhnliche Werte für einen Weltmeister. Und er war ja nie ein Bulle, der Kim Collins, war immer ein schlanker, ranker Geselle. Aber er trainiert auch in Jamaika. Aber das muss jetzt auch kein Fehler sein. Zu Hause hat er keine Trainingspartner. Ja, es war so ein letzter Aufruf, liebe Zuschauer, auch für Sie zu Hause. Berlin, die Weltmeisterschaften der Leichtathleten. Wir werden alles übertragen. Alle Vorläufe, alle Zwischenläufe, Halbfinals, die Marathons selbstverständlich auch. Unsere Expertin wird Lolo Jones sein. Dann haben wir beim Marathon ja kräftige Verstärkung. Claudia Dreher und Stefan Franke. 50 genau. Kilometer gehen, Andreas Erm. Genau so ist es. Dann werden wir im Zehnkampf vielleicht auf Michael Schrader zurückgreifen dürfen oder auf Rainer Pottl. Das wird sich ergeben auf jeden Fall. Liebe Zuschauer, hoffe ich, dass Sie Lust und Laune verspüren, die Weltmeisterschaften der Leichtathleten bei uns bei Eurosport zu verfolgen. Ihrem
Leichtathletik-Sender, wie wir das auch in den letzten Wochen immer wieder gezeigt haben.